Gerald Lorca von den NEOS. Wir sind beim Impfen gut unterwegs. Wir sind beim Impfen gut unterwegs. Und er versucht es so lange zu sagen, bis er und seine Fraktion es sich selbst glauben. Aber alle, die in ihrer Verwandtschaft ältere Menschen haben, alle, die in ihrer Verwandtschaft Risikopatienten haben, die werden sagen, bist du irgendwo dagegen gelaufen? Nichts funktioniert da gescheit. Ja. Und daher haben wir den Antrag eingereicht, das Aufsichtsversagen des Ministers zu beenden und der Impfwillkür einen Riegel vorzuschieben. Und sie haben nach drei Monaten Impfen dann einmal einen Erlass rausgegeben, der die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums verbindlich macht für die Länder, was ja nicht heißt, dass es irgendwer kontrolliert. Das werden weiterhin die Ärzte und deren Verwandte und die Rotkreuzler und deren Verwandte und ich glaube auch, wenn man jetzt der Taufpate vom Hund vom Vorarlberger Rotkreuz Geschäftsführer ist, dann kriegt man auch die Impfung vorher, aber Risikopatienten kommen später dran. Das, wissen Sie, ich wundere mich nicht, dass die Länder Ihnen was pfeifen, Herr Minister, weil die probieren was aus und sehen, er reagiert nicht und daher machen sie, was sie wollen. Sie haben ihre Autorität gegenüber den Landeshauptleuten komplett verspielt, obwohl sie nach Epidemiegesetz ein Weisungsrecht hätten. Dann haben wir vorher lang und breit über die Grundrechte diskutiert und Klobmann Kickl hat es noch einmal angerissen, wie mit den Gesetzen, die hier auf der Tagesordnung stehen, die Grundrechte beschnitten werden. Und auch die Juristen auf der ÖVP-Seite, die Kollegin Steinacker, der Verfassungssprecher Gerstl, der Rechtsanwalt Fürlinger, die verschweigen sich sicherheitshalber, weil sie würden sich selbst in ihrer Ehre ankratzen, wenn sie das schönreden müssten, was hier auf dem Tisch liegt. Und dann noch zu unserem Antrag mit der Teststrategie. Man könnte ja auch das Testen nutzen, um einen Schritt voranzukommen. Wir müssen davon ausgehen, dass ungefähr 2 Millionen Österreicher die Krankheit schon gehabt haben und daher immun sind durch eine natürliche Immunisierung. Es wäre also sinnvoll herauszufinden, wer die Krankheit schon gehabt hat, durch Antikörpertests, weil dann kann man diese Menschen beim Impfen hinten anreihen und zuerst die impfen, die noch gar keine Immunisierung haben. Dann käme man auch schneller auf eine gemeinschaftliche Immunität. Das wird so unschön Herdenimmunität genannt. Aber das macht man nicht. Antikörpertests sind eher unbeliebt und wenn man einen vorlegen will, der dann auch gilt, um vom Freitesten zu befreien, dann braucht man einen besonders teuren. Also ich finde, Sie lassen da eine Chance aus. Solange Impfstoff so knapp ist, sollte man eben schauen, dass die Menschen, die die Impfung aus gesundheitlichen Gründen jetzt nicht dringend brauchen, ein bisschen hintangereiht werden. Wenn Sie in die Teststrategie die Antikörpertests einbauen würden, könnte man das machen und schneller die richtigen Menschen impfen. Dankeschön. Gerald Lohacker von den NEOS fordert, dass Genesene erst später geimpft werden, weil sie schon immun seien.